Aber jetzt in der Corona-Krise hat das auch ta tatsächlich gut geklappt und ich hatte das Gefühl, dass ich auch niederschwelliger meine Patienten erreichen kann und dass sie das auch gut fanden, dass ich ja, erreichbarer geworden bin. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Business Talk Podcasts. Im Business Talk Podcast geben wir jungen und auch etablierten Ärzten und Medizinern Einblicke in die Themen Niederlassung, Praxisführung und Entwicklung. Im Business Talk Podcast wollen wir Mut machen für den Weg in die eigene Praxis und wir zeigen auf, wie das Thema eigene Praxis individuell und zukunftsträchtig funktioniert. Das tun wir mit Interviews, Solo-Folgen und Reportagen und unser Anspruch ist, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Mein Name ist Oliver Neumann und ich begleite den Arzt bei allen wirtschaftlichen Fragen auf dem Weg zum Unternehmer in die eigene Praxis. Diesmal habe ich einen Podcast aufgenommen mit einem Podcast-Kollegen und zwar Dr. Kai Grun. Kai Grun ist Facharzt für Neurologie und arbeitet seit 2016 im Ärzteteam im Neurocenter in Mettmann. Er ist außerdem Oberarzt am Institut für Neurologie im St. Josef Krankenhaus in Wuppertal und steht dem Evangelischen Krankenhaus Mettmann als Konsiliararzt zur Verfügung. Darüber hinaus ist Kai verheiratet, hat 4 Kinder und lebt mit seiner Frau und den Kindern in Essen. Er hat den Klinisch Relevant Podcast ins Leben gerufen oder die Plattform Klinisch Relevant ins Leben gerufen und zwar mit 2 Kollegen. Darüber sprechen wir im Business Talk Podcast auch genau. Er hat mich auch eingeladen in den Klinisch Relevant Podcast, der vor einiger Zeit ausgestrahlt worden ist. Das werden wir auf jeden Fall als Verlinkung mit in die Shownotes nehmen. Und wir reden über Klinisch Relevant als Fortbildungscommunity für Ärzte, als neue Möglichkeit, Fortbildung anders zu denken. Wir sprechen über die klinisch relevanten Themen, wir sprechen über das Kollegennetzwerk, wir sprechen darüber, dass Kai mit dem Netzwerk etwas verändern möchte, mit seinen beiden Kollegen zusammen. Und ist ein ganz netter Kerl. Ich habe mich wirklich total gefreut, dass wir uns gegenseitig in den Podcast eingeladen haben. Hört auf jeden Fall auch in den klinisch relevant Podcast rein. Gibt sehr viel zu berichten. Freut euch drauf auf den neuen Business Talk Podcast jetzt mit Dr. Med Kai Grun. Herzlich willkommen zurück im Business Doc Podcast. Schön, dass ihr heute wieder alle mit dabei seid und ganz besonders schön, dass ich heute auch einen Podcast-Kollegen dabei habe, Dr. Kai Grun, der heute sich die Zeit genommen hat. Wir sind an einem Samstagnachmittag. Hallo Kai, zu dir nach Essen. Erstmal herzlich willkommen im Business Doc Podcast. Hallo Oliver, vielen, vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast. Das ist mir eine große Ehre. Und bevor ich noch irgendwas anderes sage, wollte ich dir gerne ein Kompliment machen. Ich finde dein Podcast wirklich sehr, sehr, sehr toll. Du machst da wirklich tolle Beiträge, sehr spannende Interviewgäste, die du hast. Also es ist mir eine große Ehre, heute bei dir zu sein. Oh, das finde ich sehr nett von dir. Vielen, vielen Dank. Freut mich, dass du den Podcast hörst und vielleicht auch schon mal das ein oder andere empfohlen hast. Ich weiß, wir haben ja schon ein sogenannter Gegenpodcast, ein gegenseitiger Podcast. Ich durfte vor einiger Zeit Interviewpartner bei dir sein in eurem klinisch relevant Podcast. Da werden wir heute natürlich auch ein bisschen ausführlicher noch drüber sprechen. Danke aber zunächst mal für die Blumen vorab. Kai, wir steigen ein mit der Einstiegsfrage. Wer ist Dr. Kai Grun? Was macht er beruflich und privat mit eigenen Worten? Ja, Oliver, ich bin noch 40 Jahre alt und ich würde mal sagen, ich bin vor allem Familienvater. Ich habe 4 Kinder und das hat mein Leben auf jeden Fall schon mal ein bisschen auf den Kopf gestellt. Das heißt, wir haben viel Action hier bei uns zu Hause und das hat auch dazu geführt, dass ich vielleicht nicht so den klassischen Weg eingeschlagen habe, was jetzt beruflich bei mir abgeht. Also ich war natürlich ganz normal in der Klinik. Habe da meine Facharztausbildung gemacht. Ich bin Neurologe, wie gesagt, und habe überwiegend in der Universitätsklinik in Bochum am Bergmannsheil gearbeitet. Und ja, letztlich bin ich da immer so an meine Grenzen gestoßen, weil mit den 4 Kindern war es halt so, dass ich sehr, sehr häufig zu spät gekommen bin oder als ich dann mal Teilzeit gearbeitet habe, dass ich dann irgendwie gucken musste, dass ich die Kinder pünktlich vom Kindergarten abhole oder so. Und das war dann am Ende des Tages auch der Grund, warum ich gesagt habe, das geht so nicht weiter. Mein Chef war sehr, sehr kulant, der hat immer darüber hinweggesehen, aber irgendwie dachte ich, ich muss das flexibler gestalten für mich.
Also das eine von mir, um das jetzt mal kurz zu machen, ist, dass ich halt Neurologe bin und ich arbeite zum einen in meiner eigenen Praxis in Mettmann und zum anderen bin ich Konsilarzt. Das heißt, dass ich mehrere Kliniken, die keine eigene neurologische Abteilung habe, so als Konsilarzt unterstütze. Das mache ich in Wuppertal und in Mettmann auch. Ja, zum anderen, was bin ich noch? Ich bin sehr musikinteressiert. Ich spiele viel Klavier, mach Musik, obwohl das ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Und ansonsten bin ich sehr sportinteressiert. Also ich mache viel Sport. Das ist so in aller Kürze das, was es zu meiner Person vielleicht zu sagen gibt. Jetzt werden viele schon sagen, Moment mal, er hat ja gerade gesagt, er hat 4 Kinder, er hat wenig Zeit, er ist aber gleichzeitig in einer Privatpraxis tätig, neurologisch, er ist gleichzeitig an Krankenhäusern tätig, er ist musikinteressiert. Ich weiß jetzt nicht, ob du das jetzt noch machst, aber auch in einer Band spielst, die, glaube ich, Unter Linden heißt, richtig? Oder mal gespielt hast? Gespielt habe, ja. Okay, und jetzt sagst du auch noch, du bist auch noch sportinteressiert und ich weiß, deine Frau ist auch Medizinerin. Ja. Also dein Tag hat mindestens 36 Stunden, heißt das. Ich wünschte, es wäre so. Das erfordert sehr viel Planung und sehr viel, ja, es erfordert auch sehr viel Chaosbereitschaft. Aber die Tage sind vollgestopft, aber trotzdem ist es so, dass mich das jetzt eher glücklich macht. Also es ist nicht so, dass ich mich jetzt getrieben fühle dadurch. Insbesondere seitdem ich einfach mehr oder weniger selbstständig bin und ich das auch selber gestalten kann, weißt du, also was ich immer schwierig fand, war so dieses in der Mühle sein, in der Klinik früher und seitdem ich das selber mehr oder weniger gestalten kann, ist das anders geworden, aber klar, du hast recht, der Tag ist zu kurz und am liebsten will ich noch viel mehr machen. Und mir fällt gerade ein, ich habe natürlich was ganz Wesentliches vergessen. Ich habe natürlich den Podcast vergessen. Genau, wenn du es jetzt nicht gesagt hättest, den Podcast, ja, das ist so in den letzten Jahren dazugekommen. Das nimmt immer mehr Platz ein. Also das ist natürlich auch noch ein wesentlicher Punkt in den letzten Jahren für mich, dass ich eben einen Podcast mit 2 Kollegen ins Leben gerufen habe, der sich mit medizinischer Fortbildung auseinandersetzt. Und da sind wir dabei, das mehr und mehr aufzuziehen. Und ich muss dir sagen, das weißt du ja aus eigener Erfahrung, also Podcasting, ich war immer großer Podcast-Hörer, also das Medium finde ich einfach klasse. Und seitdem ich das aber auch noch selber mache, das hätte ich nie für möglich gehalten, weil ich eigentlich eher ein introvertierter Mensch bin. Aber das macht sehr, sehr viel Spaß und es ist natürlich auch toll zu hören, dass man oder zu merken, dass man andere Leute mit den Inhalten, die man da veröffentlicht, auch ja zumindest was auf den Weg geben kann, ne? Da bin ich total bei dir. Deshalb habe ich mich so gefreut über die netten Worte ganz am Anfang. Das ist ja tatsächlich so, dass man am Anfang das gar nicht so einschätzen kann, möchten das andere hören, aber man stellt dann fest, es ist ein schöner Weg, um vielleicht auch mit anderen zu kommunizieren. Kommen wir auf jeden Fall gleich nochmal drauf zu sprechen, was ja auch mit der, ich würde es fast Plattform nennen, also nicht nur dem Podcast klinisch relevant macht, sondern auch mit der Plattform. Ich möchte aber eine Sache noch vorab mal mit dir besprechen, also dass das Leben als Arzt heute, wie du es gerade beschrieben hast, also du bist auf der einen Seite in einer großen Praxis, ich glaube 5 Mediziner arbeiten, 5 Ärzte seid ihr da in Mettmann, ja. Wo ihr auch Kooperationen habt, wo ihr mit anderen oder auch facharztübergreifend arbeitet, so wie ich gelesen habe und dann bist du konsiliarisch tätig, das heißt arbeitest in unterschiedlichen Krankenhäusern zusätzlich noch, unterstützt sie da. Sag doch mal, wie ist der Weg, du hast gerade ja gesagt, woher das gekommen ist, also du genießt das selbstständige Arbeiten, aber ist das so ein bisschen ein Weg für die neue Generation der Mediziner, viel mehr Flexibilität an den Tag zu legen und auch vielleicht einen eigenen Weg zu suchen, um trotz der Medizin machen zu können? Also das weiß ich nicht genau, ob das so ist, also ich glaube, das muss jeder selber entscheiden, aber ich merke das halt immer, wenn ich mit anderen Kollegen spreche und denen so erzähle, was ich mache, dass da erstmal so ein paar Falten auf der Stirn sind und die mich so ein bisschen komisch angucken und fragen, was machst du da eigentlich? Also das ist ja sicherlich ein sehr ungewöhnlicher Weg. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es einem viele Freiheiten gibt und dass es natürlich auch so vom Mindset her, was sehr Befreiendes ist, dass man so unterschiedliche Dinge tut. Also ich bin einfach nicht der Typ Mensch, der gerne jeden Tag das Gleiche tut, also jeden Tag um 8 Uhr in der Frühbesprechung sitzt
und um 17 Uhr seine Sachen wieder zusammenpackt und nach Hause geht. Also ich mag das abwechslungsreiche Arbeiten. Ich mag auch, dass ich ja so ein bisschen durch die Gegend reise, weil ich fahre ja, wie gesagt, dann nach Wuppertal. Ich fahre nach, also in Wuppertal sind es zwei Kliniken, die wir betreuen. Ich fahre dann nach Mettmann. Ich bin dann in der Klinik in Mettmann. Ich bin in der Praxis in Mettmann. Also das ist ja so ein bisschen so ein Nomadendasein, aber ich finde das sehr erfrischend. Und auch die Tatsache, dass ich jetzt in diesem Fortbildungsbereich ein bisschen eingestiegen bin und in den Podcast-Bereich, all das führt dazu, dass ich mich sehr mich wenig langweile in meinem Beruf und sehr, sehr viel Freude daran habe. Also das hat sehr, sehr stark dazu beigetragen. Aber wie gesagt, das muss natürlich jeder selber wissen. Ich kann mir vorstellen, dass es viele Leute gibt, die eher auch die Sicherheit brauchen, ne? von einem Job, von einer festen Struktur. Aber das, was dich, wenn ich das so raushöre, das, was dich wirklich ja interessiert dabei, und das ist ja vielleicht für dich das Stück Sicherheit, ist für dich die Flexibilität. Also das, was du an Abwechslung, an Flexibilität brauchst, ist vielleicht genau das, was dir in Anführungsstrichen, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen gegenseitig klingt, aber was dir die Sicherheit gibt, dass du das lange machen kannst, dass das das Leben ist, was du führen möchtest, um dir eben in deiner Art von Medizin machen zu können, auch gerecht zu werden. Wäre vielleicht nicht möglich, 10, 12 Stunden in der Klinik oder in der Praxis, oder sehe ich das falsch? Ja, das kann gut sein. Und klar, man muss natürlich auch sagen, dass ich zum Teil ja auch immer noch angestellt bin. Also das gibt mir natürlich auch wirtschaftlich gesehen eine gewisse Sicherheit, dass wenn ich jetzt mal im Urlaub bin oder wenn ich mal krank sein sollte, dass ich zumindest teilweise abgesichert bin. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, wie du gesagt hast. Also ich denke das schon, dass ich dadurch, dass ich so flexibel arbeiten kann, deutlich mehr Psychohygiene auch betreiben kann, mich mal rausnehmen kann und dann auch mal sagen kann, okay, heute fahre ich mal erst um 9:30 zur Arbeit oder anders, wenn es mal sehr viel zu tun gibt, dass ich auch mal um 7 Uhr schon auf der Arbeit bin. Mhm. Also das mag ich halt sehr, sehr gerne. Ich arbeite trotzdem sehr viel, das ist klar, das ist in unserem Beruf einfach normal, sage ich jetzt mal, aber ich kann das einfach auch ein bisschen steuern und das führt dazu, dass ich einfach viel zufriedener geworden bin mit meinem Job. Mhm. Ja. Wir haben, als ich bei dir im Podcast sein durfte, auch über das Thema natürlich ambulante Versorgung gesprochen, auch darüber gesprochen, Unterschiede, Klinik, Praxis, wie finde ich eine Praxis, was kann ich tun? Glaubst du, dass da jetzt nochmal bezogen auf das, was wir gerade gesagt haben, eine neue Generation von Mediziner auch heranwächst, die zum Beispiel das Thema Familie und Beruf viel mehr in den Vordergrund stellen oder in Einklang bringen wollen mit dem, was sie gemacht haben, um eben diese Dinge nicht gegenseitig laufen zu lassen? Also viele Mediziner flüchten aus dem Krankenhaus, weil sie sagen, ich möchte jetzt endlich doch mehr von meiner Familie haben, ich möchte meine Ehe, nicht aufs Spiel setzen, meine Kinder sehen. Glaubst du, dass da eine neue Generation heranwächst und neue Herausforderungen deshalb auch für das System anstehen? Also das würde ich eindeutig mit Ja beantworten. Es ist nicht so, dass ich besonders viel Kontakt habe mit jungen Kollegen, aber natürlich in den Kliniken immer mal wieder und dass ich mich auch gerne mit denen unterhalte. Mhm. Und ich merke, dass da so eine selbstbewusste, aber auch sehr differenzierte Arztgeneration heranwächst. Und manchmal muss ich auch sagen, dass ich dann so selber ein bisschen schmunzeln muss und dann so diese alten Gedankengänge da in mir hochkommen, so nach dem Motto, ja, wie kann das denn sein, dass sie sich so sowas rausnehmen und sagen, ja, wie, sie haben jetzt Feierabend und so und wie ist das denn mit den Überstunden und so. Aber klar, wenn ich dann im eigenen Kämmerchen darüber nachdenke, denke ich immer, das ist vollkommen richtig, was die da machen. Also, dass wir Ärzte immer so es als natürlich angesehen haben, dass wir alles opfern für den Job, das ist was ich nicht, das muss ich ändern, dieser Gedankensatz, finde ich. Und ich habe es schon oft gedacht, also man kann nur ein guter Arzt sein, wenn man auch selber fit ist, wenn man selber auch Zeit hat zur Regeneration, wenn man Zeit hat, sich mit sich selber auseinanderzusetzen, aber auch wenn man Zeit hat, sich selber fortzubilden. Es ist extrem wichtig, dass man eben auch viel für sich tun kann. Mhm. Und deswegen begrüße ich das grundsätzlich, dass diese neue Generation da heranwächst. Und klar, das stellt natürlich auch das medizinische System vor viele Herausforderungen. Es wird zu einem Fachkräftemangel kommen, immer mehr. Nicht nur im ärztlichen Bereich, sondern natürlich auch im pflegerischen Bereich. Und das heißt, dass die Kliniken ja auch ihren angestellten Ärzten immer mehr bieten
muss in Zukunft, denke ich. Und ja, da wird sich einiges noch ändern müssen in den Kliniken. Jetzt ist es ja so, dass das hast du gerade schon gesagt, dass du nicht nur jetzt tätig bist in der Form und das erkannt hast, weil du gerade sagst, du bist im Austausch natürlich auch jetzt nicht mit so vielen, aber doch mit einigen oder mit den Kollegen. Und ihr habt jetzt gesagt, wir möchten uns der Sache annehmen und möchten insbesondere, was Weiterbildung, Fortbildung angeht, für den Arzt, für den Mediziner, vielleicht den nächsten Schritt gehen. Es gibt mit deinem Kollegen oder mit deinen Kollegen Dietrich Sturm, der ebenfalls Facharzt für Neurologie ist, und Nils Behring, der als einziger Nicht-Mediziner bei euch bei ist, aber auch eine hohe Affinität zum Thema Medizin hat, hat Volkswirtschaft studiert, wie ich gehört habe, ist in der Pharmaindustrie gewesen, hat einen digitalen Hintergrund, also kann diese Dinge auch gut zusammenführen. Ja. Und ihr drei habt euch zusammengetan, um die Plattform Klinisch Relevant ins Leben zu rufen. Jetzt ist der Begriff Klinisch Relevant, finde ich, schon sehr, sehr interessant. Vielleicht kannst du mal kurz für alle nochmal erklären, was ihr damit gemeint habt, bevor wir dann auf die Inhalte eingehen, was ihr da tut. Ja, wenn ich ein bisschen ausholen darf. Also, ja, natürlich, klar. Es ist so, dass ich schon immer Fan von diesem Medium Podcast war. Das habe ich gerade kurz angerissen. Und ich fahre ja viel mit dem Auto durch die Gegend. Und ich fand es einfach toll, diese leere Zeit, die man im Auto verbringt, mit nützlicher Information zu füllen. Und ich habe angefangen, einfach plötzlich so Podcasts über finanzielle Bildung zu hören, über Persönlichkeitsentwicklung, Sport und so weiter und so weiter. Und ich dachte immer, Mensch, das ist doch schade, dass es eigentlich keinen systematischen Podcast für medizinische Inhalte gibt. Es gibt mal hier und da, gibt es oder gab es zumindest, das war 2016, gab es Inhalte. Aber wie gesagt, so ein richtig gut aufgemachter Podcast, wo man sich also mit Informationen versorgen kann, Fortbildungsinhalten versorgen kann, gab es nicht. Und bei mir auf dem Nachttisch, da stapeln sich tatsächlich auch die Fachhefte. Ja, man kriegt ja immer die Magazine mit Fortbildungsinhalten drin. Und man hat immer ein schlechtes Gewissen, man liest sie nicht, weil man irgendwie nicht dazu kommt. Und da dachte ich, man müsste einfach so einen Podcast machen für medizinische Fortbildung. Und dann habe ich das einfach irgendwann mal gemacht und natürlich für den Bereich Neurologie angefangen. Und ja, das war so eine Zeit, als ich mit dem Nils dann auch mal darüber gesprochen habe, der übrigens mein Cousin ist. Und habe dann relativ kurzfristig auch den Dietrich genervt mit diesem Thema, der auch ein richtig guter Typ ist, ein sehr, sehr guter Neurologe und auch so sehr viel Kontakt zur Wissenschaft hat. Und dann haben wir das zusammen so ein bisschen aufgezogen und mittlerweile ist es so, dass wir den Podcast ja auch breiter aufgestellt haben, also nicht nur auf das Fach Neurologie bezogen, sondern eben halt auch psychiatrische Inhalte, Radiologie-Themen sind mit dabei, Querschnittsthemen, sowas wie zum Beispiel der Podcast mit dir, der übrigens super gut war. Dann haben wir noch andere Fächer, Gastroenterologie haben wir dabei, chirurgische Themen. Und die Idee ist wirklich, eine breit aufgestellte Podcast-Fortbildungsplattform aufzubauen und dahinter dann halt auch die Möglichkeit, sich fortzubilden mit Audio- und Videobeiträgen, die dann möglicherweise auch CME-Punkte bringen. Das Ganze ohne Pharma-Sponsoring, also dass wir sagen, wir sind unabhängig, wir sind Ärzte und wir machen das von uns aus. Wir sind auch in Zusammenarbeit mit einem Kollegen von der Hochschule für Gesundheit in Bochum. Das ist der Professor Wibbeler und der macht mittlerweile auch einen Pflegekanal. Das heißt, wir haben auch für Pflege, für Mitglieder der Pflegeberufe auch ganz, ganz spannende Beiträge mittlerweile dabei. Ja, und du hast gefragt, was ist der Hintergrund mit Klinisch Relevant? Uns war es wichtig. Es gibt ja sehr gute Fortbildungsveranstaltungen, das will ich gar nicht in Frage stellen. Und es gibt auch gute neue Veranstaltungsangebote, also jetzt sage ich jetzt mal Videoformate und so weiter. Uns war es wichtig, mit dem Ganzen eben was zu schaffen, was klinisch relevant ist. Das heißt, dass Wissen vermittelt wird, dass dem Kollegen, der gerade in der Notfallambulanz ist oder der gerade auf Station steht und sich mit einem Patienten auseinandersetzt, dass diese Inhalte diesen Menschen direkt helfen können. Also kein abgehobenes das ist jetzt ein wertendes Wort, aber jetzt keine irgendwelche Forschungsergebnisse, ja, die vielleicht in 2-3 Jahren mal relevant sind oder so, sondern wirklich Basics, aber auch wichtige Kniffe und Tricks,
Es ist ja so, ich meine, unser Job, der ist ja so umfangreich. Es gibt so viele Medikamente, es gibt so viele Dinge zu beachten. Das kann sich kein Mensch alles merken. Und uns war so ein bisschen die Grundidee, die wir hatten, ist, wie wäre es, wenn man wirklich Informationen vermitteln könnte von einem Oberarzt, der wirklich jeden Tag in der Klinik tätig ist und sich wirklich gut auskennt, wenn man diese Informationen und Tricks und Tipps, die der hat, wie man die vermitteln könnte. Insbesondere, das ist so unsere Zielgruppe, die Assistenzärzte eben, die auf dem Weg zum Facharzt sind. An dieser Stelle nur eine kurze Unterbrechung. Ich habe noch einen Nachtrag für alle Themen, die ihr hier in diesem Podcast immer wieder hört. Ihr könnt Fragen an uns richten unter info@businessdoc.online. Ich wiederhole die E-Mail-Adresse noch einmal, info@businessdoc.online, egal zu welchen Fragen, ob ihr uns persönliche Nachrichten schreiben wollt, ob ihr Verbesserungsvorschläge habt, ob ihr Fragen habt zum Thema Startup-Praxis oder jetzt auch zur neuen Business Doc Academy, schreibt uns einfach und wir werden euch innerhalb von 24 Stunden auf jeden Fall antworten. Und jetzt geht's weiter im Business Doc Podcast. Das ist super, zumal es dann endlich mal wegkommt. Und das ist auch mir immer ein großes Anliegen bei all dem, was ich so sehe, dass es eben nicht hoch, also ich würde jetzt mal wissenschaftlich, wäre jetzt falsch, aber in einem wissenschaftlichen Mantel gesteckt wird. Und wenn wir jetzt mal eine Präsentation nehmen mit 70 PowerPoint-Folien gelesen, die alle von dem Zuhörer, von den Zuschauern, von den Teilnehmern eines Seminars auch selbst gelesen werden könnten und nur einer, der es laut vorliest, dann davor stehen hat, sondern dass man das auch miteinander verbindet und dass man Spaß an dieser Fortbildung hat. Ich fand das sehr, sehr schön in der Podcast-Folge zur Einführung des klinisch relevanten Podcasts, wo ihr drei so ein bisschen über eure Ideen gesprochen habt, über das, was ihr langfristig vorhabt. Und da habt ihr eben auch gesagt, dass das individuelle Lernen sehr häufig in den Hintergrund gerät bei allen Themen, die bis jetzt so oder bei allen Seminaren, die ihr wieder selbst durchgeführt habt. Ich glaube, der Nils Behring hat das gesagt, der eben für die Pharmaindustrie Seminare sehr viele gegeben hat und der gesagt hat, Mensch, das ist teilweise wirklich langweilig gewesen, aber also es geht so ein bisschen um das Thema interaktives Lernen, Einbeziehung der Gruppe miteinander. Und Du hast dann gesagt, das fand ich sehr schön, der Podcast ist letztendlich auch oder diese Plattform auch aus einem Schmerz heraus entstanden, zu sagen, Mensch, warum gibt es das nicht? Dann machen wir es doch eben selbst. Ja. Und das ist für mich immer so ein tolles Signal. Das zieht sich auch wie ein roter Faden hier durch, dass viele eben sagen, Mensch, das gibt es noch nicht, dann mache ich es eben. Ne? Und das ist, glaube ich, dieser unternehmerische Ansatz, das unternehmerische Gehen, was dann wieder dabei rauskommt. Also Hut ab, dass ihr das so angegangen seid und ich glaube, ihr habt auch noch viel vor, was das angeht, weil ich habe auch gehört, dass es eben auch um dieses Thema persönliches Wachstum gehen soll. Ne? Ja. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen was zu sagen, wie das weitergeht mit dem, was habt ihr vor? Also das spielt so ein bisschen auf den Punkt, an den ich vorhin gesagt habe. Es ist, glaube ich, wichtig als Arzt, dass man eben nicht nur fachlich fit ist und dass man sich in seinem Gebiet gut auskennt. Das ist natürlich Grundvoraussetzung, aber ich glaube, dass es auch wichtig ist, sich mit seiner eigenen Persönlichkeit auseinanderzusetzen, mit seiner eigenen Gesundheit auseinanderzusetzen. Also wie schaffe ich es, in diesem stressigen Beruf auch selber gesund zu bleiben, jetzt nicht nur körperlich gesund zu bleiben, sondern auch psychisch gesund zu bleiben. Wie schaffe ich es, auch mal abzuschalten? Also Themen wie Mindfulness zum Beispiel, Selbstachtsamkeit, aber auch Themen wie manage ich eine Praxis? Also da haben wir ja auch drüber gesprochen im Podcast. Das sind ja alles Inhalte, die wir nicht an der Uni geliefert bekommen und die natürlich extrem wichtig sind. Wie führe ich eine Praxis? Wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern um? Und so weiter und so weiter. Also es geht jetzt nicht nur um den fachlichen Background, um das Fachliche, was wir vermitteln wollen, sondern auch ein bisschen über den Tellerrand hinaus. Und da gibt es halt auch schon ein paar Beispiele aus den Podcasts zu Querschnittthemen wie Meditation, unserem gemeinsamen Freund und Kollegen hier Alvar Mollig zum Beispiel, der ja auch herzlich sich sehr Grüße, viel mit... Wir werden ihn auf jeden Fall verlinken, dass er das hört. Ja, herzliche Liebe, Grüße. Ja, genau. Also, Grüße. der ja auch ganz tolle Sachen da macht mit Mindful Doctor. Viele solche Projekte gibt es ja. Und wie gesagt, das ist uns wichtig, nicht nur den fachlichen Bereich abzudecken, sondern halt auch darüber hinaus zu gehen. Und ich hatte es gerade schon gesagt, also wir wollen letztlich eine Fortbildungsakademie aufbauen, die digital aufgestellt ist, also die Audio- und Videoinhalte bietet. Am liebsten, und wenn wir jetzt unsere Vision so aufschreiben, am liebsten würden wir am Ende des Tages auch Präsenzveranstaltungen anbieten eines Tages.
Und da kommt da dieser Begriff Blended Learning zutage. Mhm. Also wenn man vielleicht so weit gehen könnte, dass man mit Audio- und Videobeiträgen so eine Art Vorbereitung für Präsenzveranstaltungen dann schon machen könnte und dann am Ende des Tages dann zusammensitzt und Fälle bespricht oder so, das wäre so eigentlich unsere große Vision von der ganzen Geschichte. Ja, ich finde das wirklich ganz großartig, weil es genau darum geht, den Mediziner da breiter aufzustellen. Du hast es gerade auch schon gesagt, ihm das beizubringen, was er in dieser Zeit des Studiums eben nicht gelernt hat und da sich vielleicht auch dann zusammenzuschließen, wieder ein Netzwerk zu gründen. Ich weiß, ich habe gesehen auf eurer Internetseite, ihr habt einen Beirat, der auch unterstützt wird, unter anderem von dem Professor Dr. Jan Ehlers, der aus der Universität Wittenherdecke, also auch jemand, der gerade für dieses Thema, also auch Ausbildung der Mediziner, sowohl im ambulanten als auch im stationären Bereich steht, der viele gute Ideen hat, der moderne, auch digitale Prozesse mit einbringt. Da sind wir vielleicht bei einem Thema, Digitalisierung in der Medizin. Wie siehst du, wie seht ihr das Thema? Du hast gerade gesagt, das Thema Lernen ist sicherlich ein großes Thema, wo auch die Kombination digital und offline, sage ich jetzt mal präsent, gut zusammenspielen kann in der Richtung Blended Learning. Jetzt gibt es ja auch für die Medizinerwelt das Thema Blended Care, also zu sagen, wie können wir zum Beispiel die medizinischen Prozesse sowohl online als auch in dem Präsenz, also in dem direkten Kontakt Arzt und Patient stattfinden lassen. Glaubst du, dass das auch ein Thema für die Zukunft sein könnte? Ich hoffe das sehr. Und ich bin da ganz gespannt drauf, wie das weitergeht. Also ich meine, ein Beispiel jetzt aus meinem Alltag ist eben die Videosprechstunde. Da muss man sagen, dass natürlich die Corona-Krise dazu beigetragen hat, dass das häufiger zum Tage gekommen oder zur Anwendung gekommen ist. Und ich habe gute Erfahrungen damit gemacht. Also ich war da eigentlich schon die ganze Zeit ein bisschen hinterher und ich hatte mich informiert und es gibt ja auch viele verschiedene Anbieter, die das machen. Aber ich bin so ein bisschen auf Skepsis bei meinen Patienten tatsächlich gestoßen, die das nicht so richtig toll fanden. Aber das mag daran liegen, dass ich als Neurologe natürlich auch eher ältere Patienten habe. Aber jetzt in der Corona-Krise hat das auch tatsächlich gut geklappt und ich hatte das Gefühl, dass ich auch niederschwelliger meine Patienten erreichen kann und dass sie das auch gut fanden, dass ich erreichbarer geworden bin. Mhm. Und nicht immer diese starren Termine erst in der Praxis anrufen und dann warten, bis ein Termin kommt und so weiter. Ich habe das als sehr fortschrittlich und als sehr bequem empfunden. Das bietet natürlich auch mir andere Möglichkeiten zu arbeiten, flexibler zu arbeiten und auch mal vielleicht an einem Samstag oder an einem Abend mal ein dringendes Telefonat oder eine Videosprechstunde mit einem Patienten zu machen. Finde ich gut. Und ja, ansonsten Digitalisierung, die Aufgabe der Digitalisierung, hoffe ich, ist es in Zukunft einfach unsere Arbeit leichter zu machen und uns es zu ermöglichen, einfach wieder mehr für unsere Patienten da zu sein. Ich bin froh, dass ich im klinischen Alltag nicht mehr so drin bin und auch diese ganzen Tätigkeiten wie Arztbrief schreiben und verschlüsseln und wie es alle so in der Klinik ist, dass ich das nicht mehr so machen muss. Aber ich sehe es natürlich schon auch, dass einfach sehr, sehr viel Bürokratie weiterhin unseren Alltag bestimmt und da sehe ich einfach überwiegend die Aufgabe der Digitalisierung oder den Nutzen der Digitalisierung, die auf uns zukommt, uns da einfach zu entlasten. Und das wird ja auch mehr kommen müssen, einfach weil die Fachkräfte knapp werden in Zukunft. Ne? Ja, aber ich bin da sehr, sehr gespannt drauf. Ich freue mich da drauf und ich hatte mal einen Podcast mit Felix Nenser, das ist ein Kollege, der zum einen Radiologe ist an der Uniklinik in Essen und zum anderen aber auch jetzt, was den IT-Bereich betrifft, dieses Projekt des Smart Hospitals da leitet. Und mit dem hatte ich gesprochen über die Aufgabe, die er da hat primär. Da geht es darum, die ganzen Daten, die die Patienten ja produzieren, in Anführungszeichen, dass die homogenisiert werden müssen. Und das ist einfach so eine Erkenntnis, die ich da bekommen habe. Ich meine, klar, es gibt die Patienten, die werden ja alle untersucht und auf ganz vielen verschiedenen Geräten, die kriegen Blut abgenommen, die kriegen CT-Bilder gemacht. Das sind ja alles Daten, die von unterschiedlichen Geräten und Labors gemacht werden. Und diese ganzen Daten, die müssen ja irgendwie auch zusammenfließen. Und ich denke, wenn man das schafft, und da ist Felix mit seinem Team ganz nah dran,
dann wird es uns auch ganz viel vereinfachen im Alltag. Man kann ganz viel, ich glaube auch viele Untersuchungen, die doppelt gemacht werden zum Beispiel, oder Arztbriefe besorgen und so weiter. Das kann man alles reduzieren. Ich denke, dass uns das in Zukunft mehr Zeit für unsere Patienten geben wird. Das wäre wirklich, finde ich, also ich finde das wirklich toll und auch schön zu hören, dass wir immer weiterkommen und es auch weitere Schritte gibt auf dem Weg dahin, dass wir, denn die Daten, die wir heute haben, die wir heute vielleicht erheben können, die können wir eben noch nicht zusammenführen. Ich glaube, ja. Das ist das große Problem. Wir haben auf der einen Seite natürlich vielleicht irgendwann die oder eine gut geführte Videosprechstunde, wir haben vielleicht ein E-Rezept, wir haben aber auch vielleicht die Patientenakte, die Anamnese-App, wir haben die elektronische Patientenakte und so weiter, aber wir haben noch keine Vernetzung miteinander. Und ja. Ich glaube, das ist unglaublich wichtig, die Dinge wirklich aufeinander abzustellen, denn wenn Arzt, Apotheke, vielleicht Facharzt oder Krankenhaus auch nicht miteinander kommunizieren können, dann glaube ich, wird es schwer. Aber ich glaube auch, dass wir in den nächsten 3 bis 5 Jahren dann eine ganze Menge für tun müssen. Und ich bin tatsächlich ja jemand, der versucht, nicht zu stöhnen, sondern zu sagen, wir müssen da eine Chance draus sehen und gucken, dass wir das irgendwie gut machen. Und ich glaube, das geht genau in die Richtung, was du gerade auch gesagt hast. Und deshalb glaube ich, sehen wir beide da sehr positiv in diese Zukunft, auch wenn es sicherlich schwierig sein wird und wir viele Steine dann noch aus dem Weg räumen müssen. Aber ich glaube, das wird gut funktionieren. Einmal möchte ich noch kurz zurückkommen auf eure Plattform, auf die klinisch relevant Plattform. Du hast gesagt, ihr wollt euch breit aufstellen, Seminare auch zu unterschiedlichen Themen geben, die vielleicht nicht unmittelbar mit der Medizin zu tun haben. Ich habe auch gehört, den Aufruf nochmal in eurem Dreier-Podcast zu beginnen, dass es für euch immer interessant ist, auch Partner mit ins Boot zu nehmen. Ist das noch so? Also zu sagen, wenn jetzt hier jemand Lust hat, sich mal mit dir in Verbindung zu setzen und zu sagen, ich könnte das ein oder andere Thema, entweder medizinisch oder auch medizinische Randgebiete, du nennst das Querschnittsthemen, damit reinbringen. Ist das noch interessant, dass ihr da Kooperation aufbaut? Ja, also ja, vielen Dank für die Frage. Also das ist absolut so, weil wir, das habe ich vielleicht auch nicht so ganz klar gesagt, weil wir schon klinisch relevant als offene Plattform verstehen, von Ärzten für Ärzte, und das klingt ein bisschen abgedroschen, ich weiß. Aber ja, also wir suchen auf jeden Fall auch Kollegen beziehungsweise medizininteressierte Menschen, die mitmachen wollen und die Lust haben, Fortbildungsprojekte nach vorne zu bringen, beziehungsweise Podcasts mit uns aufzunehmen. Da würden wir uns super drüber freuen. Jeder darf mitmachen. Jeder, der Lust hat, einen spannenden Beitrag zu veröffentlichen, darf sich gerne bei uns melden. Vielleicht darf ich einmal die E-Mail-Adresse sagen. Auf jeden Fall. Das ist kontakt@klinisch-relevant.de. Okay. Wir werden auch auf jeden Fall die Verlinkung in die Shownotes machen, dass diejenigen, die das jetzt nicht schnell mit aufschreiben konnten, weil sie vielleicht im Auto unterwegs sind, einfach nochmal reingucken und dann eine Verlinkung machen. Also auch zu natürlich eurer klinisch relevanten Seite, aber vielleicht auch nochmal, weil ich es auch spannend finde, von deiner Arbeit nochmal ein bisschen was mitzukriegen, auch vielleicht nochmal von eurer Praxisseite. Also alles das, was wir machen können, setzen wir unten drunter, dann kann man einfach persönlich mit dir Kontakt aufnehmen. Danke, ja. Wir machen zum Schluss, Kai, du weißt, ich habe jetzt fast 35 Minuten hier schon. Wir machen zum Schluss immer eine kurze Frage, kurze Antwortrunde. Das sind die Fragen, die ich all meinen Podcast-Gästen stelle. Und ich fange auch bei dir an mit der Frage, die Zukunft der Medizin. Wohin entwickelt sich die Medizin aus deiner Sicht in den nächsten 5 Jahren? Also ich hoffe, du hast das so ein bisschen gemerkt. Ich bin ein optimistischer Mensch. Und ich sage jetzt einfach nur mal, was ich mir wünsche für die Medizin. Ich wünsche mir, dass, und ich denke, dass es auch so sein wird, dass die Grenzen einfach ein bisschen, die Grenzen ein bisschen mehr verschwimmen. In deinem Podcast mit dir hast du es auch ein bisschen angesprochen, diese Grenzen zwischen stationär und ambulant zum Beispiel, oder die Grenzen zwischen Patient und Arzt. Also klar brauche ich meinen eigenen patientenfreien Raum zu Hause, aber ansonsten, wie gesagt, ich wünsche mir, dass einfach diese ganzen Schubladen, dass die wegfallen und dass die Digitalisierung auch dazu führt, dass wir einfach viel nahtloser miteinander arbeiten können. Also Pflegepersonal mit Ärzten, Ärzte mit Patienten, Kollegen untereinander, dass da die Arbeit, das habe ich auch gemerkt, so seitdem ich im ambulanten Sektor bin, dass es doch schon sehr, ja, sag ich mal, ein bisschen hakelig ist mit Kollegen untereinander, ne? Also Informationsaustausch und so. Da ist sicherlich Luft nach oben, und ich denke einfach, dass sich viele, viele Sachen tun im Moment im Bereich
IT, Digitalisierung. Und ich denke, dass das so die großen Veränderungen sein werden. Da freue ich mich auch drauf. Ja, schöner Ausblick in die Zukunft, gerade wo du sagst, du freust dich auch. Ich glaube, das ist immer wichtig, dass man da positiv auch dran geht. Wir haben es gerade schon mal gesagt, Steine werden wir immer auf, aus dem Weg räumen müssen. Absolut, absolut. Sag mal, einfach können die anderen auch, also von daher. Ja. Was bedeutet für dich Gesundheit? Also Gesundheit ist für mich ein Zustand, in dem ich so mein volles Potenzial zeigen kann. Also in dem ich in der Lage bin, das Beste von mir zu zeigen. Das ist natürlich jetzt eine sehr unmedizinische Definition, ich weiß. Aber ich wollte damit einfach nur zeigen, dass es mir natürlich nicht nur um die körperliche Gesundheit geht, sondern dass man natürlich auch psychisch gesund sein muss, also aus der eigenen psychischen Gesundheit kann ich halt auch schöpfen für meine Patienten. Aus der eigenen körperlichen und aus der eigenen psychischen Gesundheit kann ich schöpfen für meine Patienten und kann ich für die da sein. Ich meine, wir haben viele belastende Situationen jeden Tag. Wir haben mit vielen Schicksalen zu tun jeden Tag. Da muss man schon auch auf sich Acht geben. Und in dem Zusammenhang ist einfach Gesundheit, also dass ich regelmäßig Sport mache, dass ich mich gesund ernähre, dass ich aber auch viel Zeit dazu finde, mich mal zurückzuziehen und mich mal zu erholen oder mit meinen Freunden Zeit zu verbringen, mit meiner Familie. Das ist so das, was ganz, ganz wichtig ist in unserem Beruf, glaube ich. Gebe ich dir absolut recht. Gibt es eine Eigenschaft, die der Arzt, die Ärztin aus deiner Sicht als Unternehmer haben sollte oder mitbringen sollte? Als Unternehmer? Das ist eine schwierige Frage, Oliver. Ich bin immer jemand, der eigentlich, ich bin, glaube ich, ein sehr schlechter Unternehmer, was meine Praxis betrifft, weil ich den Beruf mache, weil ich gerne mit Menschen zu tun habe. Und das ist alles so, diese ganzen betriebswirtschaftlichen Erwägungen, die kommen bei mir so an letzterer Stelle. Aber ich gebe zu, dass das natürlich nicht besonders nachhaltig gedacht ist, weil klar, wir müssen am Ende des Tages auch unsere Rechnung bezahlen. Und ich glaube, da habe ich sehr viel Nachholbedarf. Und da kommen natürlich auch so Leute wie du ins Spiel, die uns da einfach helfen können. Auch die Praxisabläufe mal zu optimieren oder wie gesagt, also da kann ich nicht eine richtig gute, griffige Antwort drauf geben. Ich glaube, du könntest das wahrscheinlich doch. Es ist einfach eine Frage von Definition. Also aus meiner Sicht bist du ein unglaublich guter Unternehmer. Und ich sage dir auch gleich warum, weil du etwas mitbringst, was jetzt in diesem neuen, ich nenne es jetzt mal gerade dritten Gesundheitsmarkt, unglaublich gefragt ist, weil der dritte Gesundheitsmarkt wird vom Patienten bestimmt. Das ist das empathische Verhalten dem Patienten gegenüber, was der haben möchte, damit er dich überhaupt als Arzt sieht und erkennt. Und wenn du das nicht hast in Zukunft, dann kannst du dir über wirtschaftliche Gedanken so viel machen, wie du willst, wenn kein Patient bei dir ist, dann kannst du, hast du, also dieses, was man im Allgemeinen unter unternehmerischen Fakten oder Tools oder Skills verstehen würde, also wie führe ich meine Praxis betriebswirtschaftlich, das glaube ich spielt natürlich eine Rolle, aber eine untergeordnete, weil wie gesagt, im dritten Gesundheitsmarkt, da Patient Empowerment besteht, der Patient wird bestimmen, welcher Arzt wird in Zukunft weiter als Coach, als Dienstleister uns zur Verfügung stehen. Deshalb glaube ich, Kai, hast du ganz, ganz viele unternehmerische Skills und bist ein wirklich guter Unternehmer. Das sieht man ja allein daran, was du alles machst, wenn ich jetzt den Podcast noch zugrunde lege. Also ich glaube, das Verständnis für das Unternehmertum, auch da ist vielleicht, müssen wir vielleicht einfach eine andere Sicht auf die Dinge haben, ne? Und deshalb kann ich dir da vielleicht auch mal ein Kompliment machen. Ich glaube, du bist ein sehr, sehr guter Unternehmer. Wir haben ja heute kein Videopodcast. Gibt es einen Film oder ein Buch, was dich besonders mitgerissen, motiviert oder erreicht hat, was du empfehlen könntest? Also ich versuche sehr viel zu lesen und wie gesagt, das mit den Fachbüchern medizinischerseits, das interessiert dich wahrscheinlich auch nicht und das schaffe ich auch gar nicht so gut zu lesen. Aber ich habe in letzter Zeit sehr viele Bücher über Persönlichkeitsentwicklungen gelesen und wenn ich da welche draus nennen darf, dann gerne. Kennst du vielleicht John Strelacki. Ja. Das ist ein bekanntes Buch. Da geht es letztlich auch darum,
warum ist man am Leben? Also welchen Sinn hat mein Leben? Und da gibt es ja dieses Café am Rande der Café am Rande der Welt, genau. Genau. Big Five und for Life. Big Five for Life, genau. Das sind die zwei Bücher, so in dem letzten Jahr, würde ich sagen, die haben mich am meisten beeindruckt und haben mich am meisten zum Nachdenken angeregt. Und wer die noch nicht gelesen hat, denk mal drüber nach. Also die sind echt lesenswert. Gebe ich dir absolut recht. Das denken aber auch nicht nur wir beide. Die standen ja sehr, sehr lange auf der Spiegel-Bestsellerliste. Ja, genau. Ich glaube, immer wenn ich gucke, ist mindestens ein Buch von John Strelecki immer noch auf der Bestsellerliste. Also entweder die Big Five oder das Café am Rande der Welt. Ja. Ich würde dann, wenn es einen interessiert, tatsächlich mit dem Café am Rande der Welt anfangen. Ja. Weil es wirklich, da kommen also Gänsehautmomente, kriege ich jetzt schon wieder Gänsehaut. Ja. Mein Sohn hat mir mal irgendwann daraus vorgelesen, als er gerade in Australien war und also das ist wirklich ein toller Hinweis, vielen Dank dafür. Und dann die letzte Frage, die ist immer nicht ganz uneigennützig, gibt es jemanden, den du uns für den Business Talk Podcast als Interviewgast empfehlen kannst, wo du meinst, der passt hier rein oder den du vielleicht selber mal gerne im Interview hören würdest? Ich habe gerade den Felix Nenser angesprochen, den hatte ich schon im Podcast, aber ich würde ihn dir vielleicht doch auch empfehlen, also weil das ein wirklich spannender Gesprächsgast ist, ein sehr, sehr, sehr schlauer junger Mann, der trotzdem down to earth ist, also der wirklich bodenständig ist und sein Metallica-Armband hat vom Konzert. Aber wirklich, der es geschafft hat, so diese Bereiche IT und Medizin gut miteinander zu verbinden und der ganz, 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 ganz tolle Zukunftsvisionen hat und auch mir auch schon konkret so Beispiele geben konnte für den Nutzen seiner Projekte, die er hat. Also konkrete Nutzen, was zum Beispiel die Analyse von CT-Bildern und MRT-Bildern bei Tumorpatienten oder so bedeutet. Und also den könnte ich dir wirklich empfehlen. Okay, dann den habe ich tatsächlich auch noch nicht gehabt und dann würde ich mal den Kontakt aufnehmen für mich, einfach vielleicht auf dich berufen oder vielleicht kannst das du sogar bestimmt. Den ersten Kontakt herstellen. Ich kann auch gerne den Kontakt herstellen. Ja, genau, das wäre vielleicht noch besser. Kai, ich danke dir für deine Zeit. War ein wirklich tolles Interview. Wir haben einen schönen Rundumschlag gemacht über alles das, was du machst. Hätten sicherlich über das eine oder andere noch viel, viel länger reden können. Ich wünsche euch, dass ihr mit dem Podcast sehr erfolgreich seid. Ich glaube, oder werdet noch mehr erfolgreich, wie ihr sowieso schon seid, dass die Plattform groß wird, möglichst groß, und dass sich die Ärzte für das Thema Weiterbildung, Fortbildung, persönliche Entwicklung so interessieren, dass wir in Zukunft oder dass die Ärzte in dem medizinischen Kontext weiter aufgestellt sind. Also alles Gute für euch und ich hoffe, wir beide sehen uns spätestens in Berlin auf der Mindful-Doctor-Konferenz. Ich habe gerade nochmal geguckt, wann sie ist. Sie ist, glaube ich, am 4. bis 6. September. 4. bis 6. September, wenn es denn stattfindet. Wir gehen mal einfach davon aus, dass es jetzt soweit sein soll. Ansonsten auch gerne nochmal bei uns bei Startup Praxis am 9. November. Aber bis dahin, wir sind ja gar nicht so weit auseinander. Du bist in Essen, ich bin gerade in Dortmund. Also wir sind Nachbarn, gehen wir sicherlich praktisch. Vorher nochmal hin. Für alle, die heute dabei waren, zugehört haben, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Freue mich wie immer über eine Bewertung bei iTunes, YouTube oder wo immer ihr uns schaut. Bleibt unternehmerisch und das letzte Wort hat wie immer mein Interviewgast. Ja, Oliver, vielen, vielen Dank, dass ich bei dir dabei sein durfte. Es hat mir großen Spaß gemacht, habe ich gerade nochmal gemerkt. Wie schön das ist, auch über solche Themen zu sprechen, die nicht nur medizinisch sind, also rein medizinisch sind. Und ja, allen Zuhörern danke ich natürlich auch, dass ihr mir zugehört haben und ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was für euch mitnehmen. Schaut gerne mal auf unserer Internetseite vorbei. Unser Podcast ist auf allen Podcast-Plattformen zu hören. Auch da würde ich mich natürlich über Rückmeldungen freuen, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt oder Wünsche für Themen. Ja, und Oliver, für dein Projekt auf jeden Fall alles, alles Gute. Du machst wirklich einen ganz tollen Job und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Das werden wir auf jeden Fall. Also, bis dann, Kai, mach's eine schöne Woche. Tschüss. Ja, dir auch. Tschüss.